An diesem Donnerstagmorgen zeigen sich sogar Wolken und ein paar Tropfen fallen vom Himmel. Aber kurz danach ist es wieder trocken. Seit Wochen hat es in der Region nicht ergiebig geregnet. Es ist tatsächlich etwas Besonderes, dass so früh im Jahr eine solche Dürre herrscht. Wir kennen das sonst aus den Sommermonaten. Dieses Jahr ist es eben besonders, weil genau in der Aufwachsphase, also jetzt müsste eigentlich das Gras wachsen, damit man eben genug Heu machen kann und damit eben auch die Jungtiere jetzt viel Gras aufnehmen können. Und genau jetzt, das ist eben dieses besonders Bedenkliche für unseren ganzen Betrieb, dass wir ein bisschen so denken, oh, wie wird das werden in den nächsten Jahren? Für die Tiere haben die trockenen Wochen unterschiedliche Auswirkungen. Die Wasserbüffel haben einen direkten Zugang zur Au. Die höher gelegenen Schaf- und Ziegenweiden gleichen dagegen der Savanne. Zumindest da, wo die fest installierten Bewässerungsanlagen nicht hinkommen. Die wurden als Reaktion auf vergangene Dürresommer im Zeitraum 2012 bis 2016 gebaut und dafür wurde ein zweiter Brunnen gebohrt. Im vergangenen Jahr wurde der erste Brunnen vertieft auf fast 30 Meter. Zuvor war er trocken gefallen aufgrund des sinkenden Grundwasserspiegels. Für die Schweine hat Wasser eine besondere Bedeutung. Schweine haben eine Optimaltemperatur von 15 Grad, das finden sie super. Alles, was noch kühler ist, ist auch okay. Alles, was über 15 Grad ist, finden sie einfach ur. Und auch wenn viele Leute immer denken, ich schwitze wie ein Schwein, stimmt das nicht, denn Schweine können nicht schwitzen. Und deswegen brauchen die die Suhle. Und wir haben im Schweineland, das können wir uns auch nachher angucken, haben wir tatsächlich extra ein Gelände, wo natürlicherweise immer sich Wasser staut, jetzt natürlich nichts mehr vorhanden ist. Und da haben unsere Tierpfleger eben auch Wasser fahren müssen. Das heißt, die haben die Wasserwagen überall nochmal für ein bisschen feuchte Erde gesorgt, damit die Schweine sich wieder runterkühlen können, wenn es dann über 15 Grad hat. Zugefüttert wird im Tierpark eigentlich immer und zurzeit auch noch nicht mehr als sonst. Die Entwicklung des Heupreises ist allerdings ein Unsicherheitsfaktor im Zuge der Dürre. Das ist tatsächlich so, dass die Archevada ihr Grundfutter, also sprich Heu, zukauft. Und wir haben ja jetzt auch mit Landwirten schon gesprochen. Die haben natürlich jetzt eigentlich im Mai und Juni ist eigentlich die Phase, wo sie viel Heu machen können, weil normalerweise das Gras in diesem Zeitraum sehr gut wächst und sie dann eben mehrere Schnitte Heu machen können. Und da haben wir ein bisschen Sorge, dass jetzt durch diese lange Trockenheit die Heuernte dieses Jahr sehr schlecht ausfällt und damit natürlich auch die Preise für Heu steigen. 88 Tierrassen verteilen sich auf 40 Hektar, die das zentrale Tierparkgelände bilden. Dazu kommen ca. 150 Hektar Außenflächen. Der Klimawandel ist ja leider schon im Gange und das ist genau unser Hauptargument in der Archivada, dass wir sagen, wir müssen die genetische Vielfalt erhalten. Und das ist eins unserer Sachen, dass wir sagen, vielleicht haben wir hier ein paar robuste Rassen, die vielleicht mit diesem, sag ich mal, trockenen, nährstoffarmen Futter oder mit der Trockenheit und der Hitze besser zurechtkommen. Und diese Genetik müssen wir unbedingt erhalten, dass wir die vielleicht wieder in andere Tiere einkreuzen können. Das ist genau unser Hauptargument, dass wir diese Vielfalt brauchen, um möglicherweise dem Klimawandel zu trotzen. Tiere, denen Wärme und Trockenheit kaum etwas ausmachen, sind die Esel. Ihre Vorfahren, die afrikanischen Wildesel, kannten diese Bedingungen gut. Über ihre großen Ohren geben sie Hitze ab. Und im Sand liegen gehört zu ihren Lieblingsbeschäftigungen.